Wie konnte es in unserem Land eigentlich so weit kommen? Erste flüchtige Antwort, weil es kein Gegengewicht gibt. Weil die bürgerlich-konservativen Kräfte kuschen. Da meine ich auch die betreffenden Parteien. Da meine ich auch die Kirchen. Wenn ich mir die evangelische Kirche anschaue, da rate ich sowieso, jetzt bin ich mal ein bisschen polemisch, zu einer baldigen Fusion der evangelischen Kirche mit der Grünen. Mit den Grünen. Und ich habe mal geschrieben, wenn du auf einen evangelischen Kirchentag gehst, dann kannst du gleich auf einen grünen Parteitag gehen. Nein, aber die Frage war ja, Galina hat über die zeitgeschichtliche Entwicklung was gesagt. Warum das? Das ruft bei mir ein bisschen so, ich bin auch diplomierter Psychologe, die psychologische Betrachtung. Warum diese Selbstverleugnung? Warum dieser Masochismus? Warum diese Autoaggression gegen sich selbst? Übrigens ja nicht nur in Deutschland. Das geht ja aus von den sogenannten Elite-Universitäten in den USA. Weiß sein ist böse. Und wer weiß ist, der muss sich bekennen. Der darf nicht mehr weiß sein wollen. Was man dadurch über Bord wirft, das sind natürlich die großen Errungenschaften der Menschheit. Bürger- und Menschenrechte. Das Prinzip Individualität, das Prinzip Eigenverantwortung, das Prinzip Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen, Würde des Menschen. Ja, das hat ja diese Wurzeln, die genannt wurden. Jerusalem, Athen, Rom, Christentum, Judentum, Antike und so weiter. Ja. Wenn wir diese Wurzeln kappen, dann kappen wir auch, ich zähle es nochmal auf, Bürger- und Menschenrechte, Demokratie, Prinzip Eigenverantwortung, Würde des Menschen.